Der GTC 500 ist der kleinste der Brennwagenserie. Er ist so eine Art Koffergrill. Aufgebaut eigentlich wie so ein Trolleykoffer mit so einem ausziehbaren Teleskopgriff. Hinten zwei Räder, somit kann man den sehr schön bewegen. Das Gerät an sich wiegt 16 Kilogramm. Wie gesagt, mit dem ausziehbaren Griff und den Rollen ist er sehr leicht zu transportieren. Mhm. Ja. So. Hier sieht man jetzt die Kohlewanne, wo direkt die Kohle eingelegt wird, und den Rostwölker in 5 verschiedenen Positionen bewegt werden kann. Da haben wir extra einen Rostgriff dazu aufgebaut im Sortiment. Und kann man den Rost einfach in der Höhe verstellen. Zusätzlich haben wir noch ein Fach dabei für die Kohle, für das Grillbesteck, aber auch für das Fleisch. Somit haben wir auch alles bei dem Grill parat und man kann damit starten. Das sind einfach so Inline Räder. Ah ja, genau. Okay, perfekt. GTC 500, genau. Das ist genial. Okay, wir haben nur Tageslicht. Wir haben uns heute intensiv den Grills hingegeben. Und jetzt habe ich hier gerade einen kleinen, den GTC 500. Klein, transportabel, extrem gaggig, also wie ein Trolley zu fahren. Finde das Teil sehr gelungen, Verarbeitung top. Also haben wir schön die Kanten abgefummelt, nichts Scharfes, nichts Hartes. Mit sehr viel Liebe zum Detail gemacht. Nachteil, er ist zu klein, aber gut, ist ein Reisegrill. Also eigentlich Nachteil gibt es keinen Punkt. Als die Firma Brennwagen sagte, dass die uns ein paar Grills vorbeibringen würden, wollte ich unbedingt diese Grill testen. Ich habe es online gesehen und dachte, das ist super cool. Das muss ich unbedingt probieren. Die GTC 500 hat mich überhaupt nicht enttäuscht. Es ist vom Verarbeitung richtig super. Also die Qualität ist genial. Das ist die perfekte Reisegrill, die perfekte mobile Grill. Also wenn man Camping geht oder einfach nur einen kurzen Ausflug, das würde ich unbedingt machen. Gefällt mir sogar besser als die Weber kleiner Grills und diese kleinen Kugels, die man hat. Das Ding da hat wirklich so viele Features und man hat so viel Platz hier vor allem, dass du kannst wirklich fast alles machen. Wir haben gesehen heute mit dem Fisch, haben wir einen ganzen Fisch gemacht, das war cool. Ich habe auch, da die Grillfläche so breit ist, kann ich auch den unterschiedliche Zones machen. Also ich kann hier ganz intensiv meine Kohle einfach auf diese Seite stauen und immer noch ein bisschen indirekt arbeiten, das ist kein Problem. Das Einzige, was ich denn als kleiner Nachteil sehe, ist, dass man nicht grillen kann, während das zu ist. Einmal ist die Deckel ein bisschen dünn. Ich weiß nicht, ob es denn mit die ganze Hitze hier oben erträgen könnten. Aber ganz ehrlich gesagt, wenn ich denn unterwegs bin, auf dem Picknick oder was auch immer, brauche ich nicht unbedingt Barbecue Ribs zu machen. Also das ist ein super transportabel Mobile Grill. Also was mir besonders gut gefallen hat bei dem Grill, ist, dass man den Rost fünffach in der Höhe verstellen kann. Weil das ist ja speziell bei einem kleinen Grill eine ganz besonders wichtige Sache. Wir haben es heute gemerkt, bei dem Fisch, der war teilweise zu heiß, teilweise zu kalt. Und dann kann ich eben unheimlich schnell variieren. Der Bereich, wo die Kohlen reinkommen, ist angemessen. Also ich hatte am Anfang gedacht, es müsste ein bisschen größer sein. Aber durch die kompakte Größe ist es vollkommen ausreichend. Und die Temperatur kann zusätzlich, das hat mir eigentlich besonders gefallen, noch über die Frontklappe geregelt werden. Wir hatten die Frontklappe oben, es war zu heiß. Dann haben wir sie aufgemacht und natürlich geht dann was von der Wärme hier vorne weg und dann hat es auch wieder gepasst. Von daher für die Größe und für die Anwendung muss ich sagen, uneingeschränkt super. Auch solche Dinge wie, ich kann die Stäbe rausnehmen, in der Spülmaschine reinigen, finde ich einfach wirklich klasse.